Bilder einfügen in Writer. In dieser Beschreibung erfahren Sie einige Techniken für das Einfügen von Bildern in LibreOffice Writer. Bilder im Dokument zentriert einfügen. Vorbereitung der Vorlagen. Öffnen Sie die Seitenleiste im Menü Ansicht Seitenleiste. Wählen Sie dort rechts Formatvorlagen im obigen Bereich der Symbole das Symbol Absatzvorlagen. Rechts klicken Sie auf die Absatzvorlage Standard und wählen Neu. Im Dialog Absatzvorlage im Tab Verwalten tragen Sie einen Namen ein, Name Abbildung zentriert. Im Feld Folgevorlage wählen Sie Fließtext. Im Tab Ausrichtung wählen Sie bei Optionen Zentriert. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie nun in der Seitenleiste im obigen Bereich der Symbole das Symbol Rahmenvorlagen. Rechts klicken Sie auf die Rahmenvorlage Bilder und wählen Vorlage bearbeiten. Im Dialog Rahmenvorlage im Tab-Umlauf wählen Sie den Abstand für oben und unten. Oben 0,25 cm und unten 0,50 cm. Klicken Sie auf OK. Ein Bild einfügen. Setzen Sie den Cursor in einen leeren Absatz. Fügen Sie ein Bild ein, beispielsweise klicken Sie auf das Symbol Bild einfügen auf der Symbolleiste Standard. Wählen Sie im Dateibrowser das gewünschte Bild aus und klicken Sie dann auf Öffnen. Das Bild ist nun in Ihrem Dokument eingefügt. Rechts klicken Sie auf das Bild und wählen im Kontextmenü Verankerung als Zeichen. Das Bild wird nun links positioniert und der seitliche Text nach unten verdrängt. Setzen Sie den Cursor rechts neben dem Bild und ordnen die Absatzvorlage Abbildung zentriert mit einem Doppelklick zu. Dadurch wird das Bild wieder zentriert zwischen den Seitenrändern positioniert. Rechts klicken Sie auf das Bild und wählen im Kontextmenü Beschriftung einfügen. Wählen Sie im Dialog Beschriftung einfügen die Kategorie beispielsweise Abbildung und tragen im Feld Beschriftung die Beschriftung für das Bild ein. Klicken Sie auf OK. Das Bild ist nun zentriert zwischen Textabsätzen als eigener Absatz mit der Definition Verankerung als Zeichen positioniert und hat eine untere linksbündige Beschriftung. Ein kleines Symbol in einen Absatz einfügen. Fügen Sie das Bild, das Symbol ein. Eventuell ist die Verankerung des Bildes am Absatz. In diesem Fall lässt sich der Anker nicht verschieben. Markieren Sie das eingefügte Symbol, sodass der Anker sichtbar ist. Rechts klicken Sie auf das Symbol, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie im Kontextmenü Verankerung am Zeichen. Dadurch können Sie den Anker mit der Maus zu dem Absatz ziehen, dort wo Sie das Bild einfügen wollen. Eventuell verdrängt das Bild den Text, das werden Sie schrittweise beheben. Im nächsten Schritt passen Sie die Symbolgröße der Schrifthöhe des Absatztextes an. In der Seitenleiste bei Eigenschaften, Position und Größe setzen Sie ein Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten. Ändern Sie die Höhe auf ca. 0,4 cm bei einer Schriftgröße in Libration Sans von 12 Punkt. Rechts klicken Sie wieder auf das Symbol und wählen Umlauf parallel.
Verschieben Sie das Symbol mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position im Text, ungefähr. Rechts klicken Sie auf das Symbol und wählen Eigenschaften. Im Dialog Bild wählen Sie den Tab Umlauf. Per Abstand geben Sie für links und rechts jeweils 0,1 cm ein und bei oben und unten jeweils 0,0 cm. Klicken Sie auf OK. Fügen Sie im Text an der gewünschten Stelle eventuell ein zweites Leerzeichen ein. Positionieren Sie das Symbol in einer Feinabstimmung mit den Tasten Alt plus Pfeil. Wenn das Symbol die richtige Größe hat und an der richtigen Position platziert ist, rechts klicken Sie auf das Symbol und wählen im Kontextmenü Verankerung als Zeichen. Ein Bild ganzseitig einfügen auf die erste Seite eines Dokuments. Für die Erstellung eines Buches besteht oft der Wunsch, ein Bild ganzseitig auf die erste Seite, auch Deckblatt genannt, zu platzieren. Dies erreichen Sie mit einer separaten Seitenvorlage, wie beispielsweise der vorhandenen Seitenvorlage Erste Seite. Seitenvorlage Erste Seite modifizieren. Damit das gewünschte Bild ganzseitig eingefügt werden kann, werden Sie nun die Seitenvorlage Erste Seite modifizieren. Öffnen Sie die Seitenleiste per Menü, Ansicht, Seitenleiste und klicken Sie rechts davon auf das Symbol Format Vorlagen. Klicken Sie im oberen Bereich der Seitenleiste auf das Symbol Seitenvorlagen. Rechts klicken Sie auf die Seitenvorlage Erste Seite und wählen Vorlage bearbeiten. Im Dialog Seitenvorlage klicken Sie auf den Tab Seite. Dort im Bereich Seitenränder stellen Sie alle Werte auf 0,0 cm. Klicken Sie auf OK. Je nach vorhandenem bzw. eingestelltem Drucker werden Sie gefragt, Ihre Einstellungen für die Ränder liegen außerhalb des Druckbereichs. Möchten Sie diese Einstellungen trotzdem übernehmen? Klicken Sie auf Ja. Speichern Sie Ihr Dokument. Ein Bild auf der ersten Seite einfügen. Öffnen Sie das Dokument wieder, in dem die erste Seite ein ganzseitiges Bild bekommen soll. Setzen Sie den Cursor auf den leeren Absatz ganz links oben auf der ersten Seite. Doppelklicken Sie auf die Seitenvorlage Erste Seite. Wählen Sie im Menü Einfügen, Umbrüche, manueller Umbruch. Es wird eine Seite nach der ersten Seite eingefügt mit Zuordnung zur Seitenvorlage Standard, da dies in der Seitenvorlage Erste Seite als Folgevorlage so eingestellt ist. Setzen Sie den Cursor wieder auf den leeren Absatz ganz links oben auf der ersten Seite. Wählen Sie im Menü Format Seitenvorlage. Wählen Sie im Dialog Seitenvorlage den Tab Hintergrund und klicken auf die Schaltfläche Bild. Im linken Bereich bei Bild klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, Importieren. Suchen Sie im Dateibrowser das gewünschte Bild für die erste Seite aus und klicken Sie auf Öffnen. Im nächsten Dialog können Sie den Namen mit OK bestätigen. Mittig im Dialog Seitenvorlage bei Optionen und Stil wählen Sie aus der Dropdown-Liste gestreckt aus. Klicken Sie auf OK. Das Bild sollte nun auf der ersten Seite eingefügt zu sehen sein. Speichern Sie Ihr Dokument.
Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.